Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. In der Chipindustrie ist die vermutlich bislang größte Übernahme aller Zeiten im Gange. Das amerikanische Unternehmen Nvidia bietet 40 Milliarden Dollar für den in Großbritannien beheimateten Chipdesigner ARM. Es geht aber nicht nur um eine Übernahme. Die ganze Angelegenheit hat auch eine hochgradig politische Dimension. Es geht am Ende darum, welches Land wie viel Einfluss in der globalen Halbleiterindustrie hat und haben wird, wie viel Amerika, wie viel China und auch wo Europa in der Rivalität in der zunehmenden zwischen diesen beiden Supermächten steht. Darüber wollen wir heute sprechen und wir haben einen sehr prominenten Gast. Mit uns spricht nämlich heute einer der Gründer von ARM, der in Österreich geborene Physiker und heute Investor Hermann Hauser. Guten Tag, Herr Hauser. Guten Tag. Von unserer Seite ist die Stammbesetzung da. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in der Wirtschaftsredaktion der FAZ und Carsten Knob, unser Herausgeber. Aber lieber Herr Hauser, Sie haben eine lange Geschichte mit ARM hinter sich. Sie haben das Unternehmen geschaffen und es ist kein ganz junges Unternehmen, sondern tatsächlich entstand es in den 80er Jahren und noch etwas zuvor auch der britische Computerkonzern Acorn, den Sie damals gegründet haben. Für alle, die Geschichte noch nicht so genau kennen, erzählen Sie doch einmal, wie das kam, was Sie damals eigentlich motiviert hat, das zu machen. Ja, das war gleich nach meinem Doktorat in Cambridge. Meine erste Firma, die ich angefangen habe, war eben Acorn Computers, die damals den BBC Microcomputer gebaut hat für die British Broadcasting Corporation. Und das ist dann der Standard in englischen Schulen geworden. Und der BBC Micro, der war also in den frühen 80er Jahren auf einem 6502 basiert, genauso wie der Apple Computer. Und dann, das war ein 8-Bit-Computer und der hat natürlich nicht die nötige Leistungsstärke gehabt für die unsere nächste Generation. Und da haben wir uns alle neuen 16-Bit und 32-Bit Mikroprozessoren auf der Welt angeschaut, inklusive den 80286 von Intel. Da sind wir zu Intel gegangen und haben gesagt, also dieser 286er ist ja gar kein schlechter Mikroprozessor. Ihr habt nur den großen Fehler gemacht, dass der Datenbus und der Adressbus auf den gleichen Pins sind. Also keiner kann einen anständigen Computer daraus bauen. Aber wenn ihr uns den Chip gebt, dann machen wir unseren eigenen Pin-Out und dann können wir vielleicht etwas aus eurem Chip machen. Und der hat natürlich gesagt, wir waren damals ein bisschen arrogant, weil wir also sehr erfolgreich waren in Acorn, obwohl England natürlich nur ein kleiner Markt war vergleichsmäßig. Und die haben gesagt, get lost. gesagt, mit unserer Arroganz, naja, wenn ihr uns den nicht verkaufen wollt, you get lost, we'll build our own. Also wir bauen unseren eigenen. Das ist der einzige Grund, warum der ARM überhaupt existiert. Und wir hatten damals, ARM ist ja ursprünglich das Akronym für Acorn Risk Machine, nicht Advanced Machine, erst wenn wir das später dann mit genau ausgesponnen haben. Aber das ist ja, wenn ich ganz kurz darf, Alex, aber das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Das, also wenn man sich überlegt, wie viele Schwierigkeiten die ARM-Technologie Intel jetzt heute im Jahr 2020 macht, es hat natürlich eine Weile gedauert, bis das zu einer so lawinenartigen Bedrohung geworden ist, aber dass der Ursprung tatsächlich in diesem Dialog mit Intel liegt, ist ja wirklich ein Ding. Ja, das war also eine lustige Geschichte. Wenn man sich jetzt anschaut, den Mikroprozessormarkt in
in die Anzahl der Mikroprozessoren ist Intel ein Niche-Player in unserem Markt. Wir haben einen 95-prozentigen Marktanteil und die haben einen 5-prozentigen Marktanteil im Punkt der Anzahl der Mikroprozessoren. Aber auch der Wert der Mikroprozessoren, die ARM-Mikroprozessoren haben also die jährliche Dollar-Verkaufszahl von ARM-Mikroprozessoren liegt weit über dem Dollar-Umsatz von Intel. Also ARM ist bei weitem eine wichtigere Architektur als Intel in jeder Beziehung. Ja, wenn die sie mal nicht so leicht abgetan hätten damals. Aber gut, das konnten sie in den 80er Jahren wahrscheinlich auch aus Intel-Sicht noch nicht so einfach absehen. Ich möchte eines noch ganz kurz einmal noch klarstellen oder zur besseren Erklärung auch. Sie haben schon gesagt, ARM stand damals für Acorn Risk Machine und entscheidend ist vor allen Dingen das Mittelwort Risk, nämlich ein bestimmter Ansatz, einen Chip zu bauen. Der steht für Reduced Instruction Set Computing. Und damals, wenn ich es richtig weiß, tatsächlich auch ein wirkliches Wagnis, weil auch die x86er-Reihe von Intel eben sozusagen auf der, ich nenne es mal, auf der großen Alternative basierte, nämlich CISC. Wieso, können Sie mal ganz kurz nochmal erklären für Leute, die nicht vom Fach sind, was der große Unterschied ist oder das Neue daran? Ja, das war eine Idee, die in Berkeley und Stanford entstanden ist, von John Hennessy, Stanford und Patterson Berkeley. Die haben diese Forschungsarbeit geleistet und das ist ein seltenes Ereignis, dass die Forschung in Amerika gemacht worden ist und die erste Kommerzialisierung in Cambridge, England. Also wir waren die ersten Leute auf der Welt, die einen RISC-Machine effektiv kommerziell hergestellt haben. Und der Grund, warum das bei Acorn möglich war, ist, dass diese Idee von RISC, Reduced Instruction Set Computer, also einen Befehlssatz, der wesentlich kleiner ist als der CISC, der Complex Instruction Set Computer Befehlssatz, vereinfacht die Konstruktion der Mikroprozessoren in spektakulärer Weise, sodass es möglich war. Warum? Ja, weil der ganze Mikroprozessor einfach so viel kleiner geworden ist. Der Mikroprozessor, der ARM-Mikroprozessor, der erste, der ARM-1, hatte 30.000 Transistoren. Das ist die gleiche Anzahl der Transistoren wie damals der Z80. Der Z80 war ein 8-Bit-Mikroprozessor. Und die Leistungsfähigkeit mit der gleichen Anzahl von Transistoren war 20-fach die Leistung vom Z80. Es war ein richtiger Durchbruch. Und der ARM-1 war auch sehr leistungsstark verglichen mit dem 8086, die uns Intel nicht verkaufen wollten. Wir haben dann einen gebaut, der wesentlich kleiner und damit, und das ist ja ganz ein wichtiger Unterschied, wesentlich geringeren Stromverbrauch hatte. Es ist der wesentlich geringere Stromverbrauch, der dazu geführt hat, dass Nokia den ARM für die Mobiltelefone von Nokia verwendet hat und damit die ganze Mobiltelefonindustrie auf ARM umgestellt hat. Weil in Mobiltelefonen oder überhaupt allgemeiner gesagt in mobilen Endgeräten eben das Thema Akkulaufzeit weiterhin natürlich ein großes ist, aber schon immer ein großes war und es dann einfach darum ging, dass man die Bauelemente hatte, die möglichst wenig Energie verbrauchten. Haben Sie den Chip denn selbst hergestellt? Also Sie haben den in Cambridge sozusagen zusammengebaut? Ja, und damals war ursprünglich keine Lizenzfirma, sondern ursprünglich haben wir die Chips selber gebaut. Natürlich, die Fabs waren auf der ganzen Welt unsere erste. Wir haben jetzt über 500 Lizenznehmer, aber damals die ersten Chips wurden von Plessy gebaut, einer englischen Semiconductor-Firma, und dann natürlich von TSMC und allen anderen. Genau, das ist ja das Modell bis heute. ARM ist ja letztlich in Anführungsstrichen nur ein Designer, ne? Keine eigenen Chipfabriken. Genau. Richtig. Es ist die wertvollste Lizenzfirma der Welt geworden. Dann haben Sie auch schon angesprochen,
Mit Intel hat es nicht geklappt damals, aber ein wichtiger amerikanischer Computerkonzern ist aufmerksam geworden auf sie, nämlich Apple, schon in den 80er Jahren. Wie kam das denn? Ja, ich hatte damals eine gute Verbindung mit dem Larry Tesler. Der war der Chef vom Newton-Projekt bei Apple und der brauchte einen Mikroprozessor mit geringem Stromverbrauch. Und der hat sich damals ARM angeschaut und das hat ihm sehr gut gefallen. Und ich habe damals schon richtig erkannt, dass die Leute ja einen ARM nicht von einem potenziellen Konkurrenten kaufen wollen. Und das ist jetzt so wirklich, die Geschichte hat sich wiederholt sich im Augenblick mit Nvidia, die ist ein Chiphersteller. Und damals habe ich argumentiert, dass das eine unabhängige Firma sein muss, um von vielen Leuten gekauft zu werden. Deswegen haben Apple und Acorn diese Firma von Acorn einen Spin-out gemacht. Und damals hat Apple 43% von ARM für 1,5 Millionen Dollar gekauft. Weil wir holten damals Spin-out-Money. Und der John Scully, das können Sie im Internet nachlesen, hat dann geschrieben, dass wenn es Apple nicht möglich gewesen wäre, dieses 1,5 Millionen Dollar Investment um 800 Millionen Dollar zu verkaufen, wie Apple in großen finanziellen Schwierigkeiten war, wäre damals Apple bankrott gegangen. Also er hat gesagt, dass das Überleben von Apple von ARM abgehangen ist. War in den 90er Jahren, ne? Als dann am Ende auch ARM tatsächlich auch nochmal an die Börse dann gegangen ist, als eigenständige Unternehmung. Und Sie dann in welcher Beziehung seither dann zu ARM eigentlich standen? Also ARM war damals also, hat dann ihren Namen von Acorn Risk Machine auf Advanced Risk Machines umgestellt. Und damals hatten wir nur zwei Kunden. Die waren Acorn, weil unsere die ganzen Acorn Computers waren basiert auf ARM. Und Acorn hat dann 10 Jahre lang noch mit gegen Intel und Microsoft konkurriert im PC-Market in England sehr erfolgreich. Hauptsächlich wegen der Stärke des ARMs und der grafischen Capabilities von ARM. Und der zweite Kunde war Apple mit Newton, aber Newton war kein großer Erfolg. Das war, man müsste vielleicht noch mal kurz erklären, weil natürlich doch zunehmend uns Hörerinnen und Hörer zuhören, die den Newton nicht mehr im Kaufhausregal stehen sehen haben. Es war ein Gerät, das, wenn man so will, seiner Zeit voraus war. Ein kleiner Taschencomputer von Apple, der angeblich Handschrift erkennen können sollte, was aber nicht ansatzweise so gut funktioniert hat, wie der damalige Apple-CEO John Scully das sich erhofft und in Aussicht gestellt hatte. Und letztlich hatte er darauf auch ein wenig das Unternehmen verwettet, dass es klappt. Und daher diese Rettung, wenn man so will, durch ARM, nur um das in den Kontext nochmal einzubetten. Also ich kann mich erinnern, wie ich fasziniert vor der Vitrine im Kaufhof an der Zeil stand und überlegte, sollst du dieses Gerät kaufen, ja oder nein? Aber es war halt leider Gottes auch unglaublich teuer. Und es ist vom John Scully gehypt worden. Und wie Sie richtig sagen, war der Hype damals nicht in der Realität basiert. Ja, es war zu früh. Später dann nach der Jahrtausendwende wiederum hat sich der Mobilfunk breit durchgesetzt. Handys und dann Smartphones kamen von immer mehr Herstellern auf den Markt und heute gibt es praktisch keinen Menschen mehr, der keins hat. Und das im Zuge dessen auch ist sowas wie die wirklich dann, wie soll ich sagen, Globalisierung von ARM geworden auch, weil im Grunde nahezu jedes Handy heute von einem ARM-Design, einem ARM-Chip angetrieben wird. 500 Lizenznehmer hat das Unternehmen heute.
alle großen Namen sind dabei, gefertigt wird rund um die Welt. Und jetzt ist was passiert, was auch der Anlass dann dieses Gesprächs ursprünglich mal war. Jetzt hat es ein neues Gebot gegeben für ARM, nämlich der amerikanische Konzern Nvidia bietet 40 Milliarden Dollar. Und gerade Sie, Herr Hauser, Sie sind in die Öffentlichkeit gegangen, sehr alarmiert und haben gesagt, das wird eine Katastrophe, nicht nur für ARM, sondern für die ganze Halbleiterindustrie und auch für Europa als Standort. Sie haben sogar im Internet einen offenen Brief an den britischen Premierminister Boris Johnson geschrieben, veröffentlicht und um Unterschriften geworben. Worin gründet Ihre Sorge? Was ist der Anlass dafür gewesen? Ja, die Misere hat damit angefangen, dass vor 4 Jahren ARM an Softbank verkauft worden ist, also nicht mehr eine europäische, oder es ist natürlich noch immer eine europäische Firma, aber die Shareholders ist eben Softbank. Bei Softbank war es nicht so schlimm, weil Softbank war ein Finanzunternehmen, ein japanisches Finanzunternehmen. Und das hat das ARM-Modell nicht gestört. ARM kann natürlich weiter an die 500 Lizenznehmer verkaufen. Das große Problem mit Nvidia will jetzt ARM von Softbank kaufen um 40 Milliarden, hat drei sehr negative Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass die Headquarters natürlich von Cambridge nach Silicon Valley übersiedeln würden. Das heißt, die ganze Strategie und der Einfluss würde von Cambridge nach Silicon Valley kommen. Das zweite Problem ist, dass Nvidia einer der Lizenznehmer von ARM ist. Und viele der anderen Lizenznehmer sind natürlich Konkurrenten von Nvidia. Das heißt, es würde das Geschäftsmodell von ARM zerstören. ARM war immer die Schweiz der Halbleiterindustrie, die die ausgewogen mit allen Lizenznehmern verhandelt hat. Aber das dritte Problem ist wahrscheinlich das schwierigste Problem, ist, wenn ARM eine amerikanische Firma wird, dann fällt die ARM-Technologie unter die amerikanischen Exportkontrollen. Das heißt, wie wir ja gesehen haben unter der Trump-Präsidentschaft, weil Trump hat der Welt gelehrt, dass man Technologie als Waffe verwenden kann und hat es dann auch als Waffe verwendet. Und damit würden wir ihm eine weitere Monopolstellung in Mikroprozessoren geben, um seinen Krieg gegen China zu führen. Und das würde uns Europäer dann ohne Zugang zu der ARM-Technologie verbleiben, was natürlich sehr schlecht wäre. Warum hätten wir keinen Zugang mehr? Wir sind doch von den Halbleiter-Sanktionen aus Amerika als Europäer so nicht betroffen. Ja, das haben wir auch so geglaubt bei ARM. Aber die amerikanischen Exportgesetze sind ziemlich scharf. Wenn ein gewisser Prozentsatz von der IP, vom Intellectual Property, aus Amerika stammt, dann können sie der ganzen Firma verbieten, an Leute zu verkaufen, hauptsächlich chinesische Firmen. Und ich habe nichts dagegen, wenn man solche Entscheidungen trifft. Aber die Entscheidung, ob eine englische Firma an eine gewisse chinesische Firma Chips verkauft, diese Entscheidung soll in Downing Street gefällt werden, nicht im Weißen Haus. Oder wenn man dann weitergeht für europäische Technologie, Souveränität, diese Entscheidungen sollen in Berlin, in Paris, in London oder in Wien gemacht werden, aber nicht im Weißen Haus. Man könnte ja auch sagen, andererseits, es ist ja erstmal das gute Recht eines jeden Unternehmens, auch mal für ein anderes zu bieten und das zu kaufen. Und wenn der Eigentümer sagt, okay, dann ich verkauf's dir, dann ist es eben so. Wieso ist das schlimm?
Ja, schlimm ist es nur, wenn diese drei Konsequenzen nicht verhindert werden. Und deswegen habe ich drei Bedingungen gestellt für diese Übernahme. Einmal, dass die Arbeitsplätze in England gesichert sind. Und ich glaube, da machen wir schon Fortschritte. Der Jensen hat gesagt, er ist bereit, legally binding undertakings, also das auch gesetzlich und schriftlich und legal festzuhalten. Die zweite Bedingung ist, dass das Geschäftsmodell von Arm erhalten bleibt. Und die dritte Bedingung ist, dass die IP, die Intellectual Properties von Arm nicht mit amerikanischen IP verwässert wird, wie das im Augenblick die Intention von Nvidia ist, sodass es nicht unter amerikanische Exportkontrollen fällt. Welche Möglichkeiten hat denn die Europäische Kommission etwas zu tun? Also den Brief an den britischen Premierminister hatte Alexander ja schon erwähnt, aber Frau Vestager hat da ja auch schon sich zu eingelassen. Haben Sie auch noch irgendwelche Hoffnungen, dass Brüssel helfen könnte? Ich glaube, es gibt zwei wichtige Komponenten, die diesen Deal verhindern werden. Eine ist, dass natürlich die großen Lizenzenten von ARM nicht happy sind, dass Nvidia der neue Aktionär wird bei ARM. Ich habe natürlich Verbindungen mit einer Reihe von diesen großen Lizenznehmern, die sich in den nächsten paar Wochen dazu äußern werden. Dieser Deal wird ja wahrscheinlich 18 Monate bis 2 Jahre dauern, bis sie die ganzen legalen Hürden überwunden haben. Und zu dieser Zeit können die großen Lizenzenten Einspruch erheben. Müssen die gehört werden? Oder ich frage auch noch mal was anderes gleich dazu, wenn ich darf. Wieso sollte denn, also oder anders gesagt, Nvidia hat doch eigentlich ein Interesse daran, das ARM-Geschäftsmodell erstmal zu erhalten, eben weil sonst die Kunden weglaufen. Haben Sie da kein Vertrauen rein in den Jensen auch, dass er sagt, nee, wir lassen das im Kern so, wie es ist, weil wir ja dieses Geschäft eigentlich weitermachen wollen? Ungefähr so äußert er sich ja auch öffentlich zumindest. Ja, und ich glaube ihm 100%, wenn er das gesetzlich festlegen lässt. Also nicht 100%, sondern nur, wenn er es festlegen lässt. Ja, natürlich. Ja. Glauben Sie jemanden, der was kaufen will, wenn er Argumente macht für einen Kauf während der Zeit, wo die Kaufverhandlungen gehalten werden? Das braucht ich verstehe, eine aber legale Untermauerung. Aber Sie rechnen, wenn ich das richtig verstehe, damit, dass der Deal einfach am Ende nicht zustande kommen wird. Einmal, weil die Lizenznehmer sagen, wir wollen das nicht. Und zum Zweiten, ich glaube, die Chinesen müssen ja auch eigentlich zustimmen, oder? Und die werden es auch vermutlich nicht unter den Bedingungen. Genau, die Chinesen und die Europäer müssen auch zustimmen. Wir haben die großen Lizenznehmer, die mit diesem Deal nicht happy sind. Und dann China und Europa, glaube ich, von einer Technologie-Souveränitäts- Argumentation sind auch damit nicht happy. Hätten die großen Lizenznehmer denn Alternativen? Denn das ist ja auch was wirklich ARM auszeichnet. Das ist ja so omnipräsent im mobilen Endgerätemarkt. Es gibt im Grunde, gibt es denn überhaupt einen anderen Anbieter, auf den man wechseln könnte? Wenn man jetzt heute Apple oder Qualcomm oder wer auch immer ist? Nein, kurzfristig nicht. Man müsste ja neue Architektur bauen. Und das ist auch eines der Hauptargumente gegen diesen Deal, dass ARM praktisch eine Monopolstellung in Smartphones hat mit einem 95%igen Marktanteil. Diese Monopolstellung ist nur deshalb erlaubt worden, weil Monopolstellungen normalerweise Monopoly Pricing mit sich ziehen. Das ist aber bei ARM nicht der Fall, weil ARM eben eine Lizenzfirma ist mit 500 Lizenznehmern, die alle ziemlich hart miteinander konkurrieren und deshalb die Preise niedrig halten, obwohl
ein 95-prozentiger Marktanteil an der AI-Architektur selber existiert. Vielleicht müsste man noch mal kurz ergänzen, nicht, dass das das relativieren soll mit den Mobiltelefonen, das ist natürlich sowieso wahrscheinlich der wichtigste Markt, aber um die Bedeutung von ARM noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, es ist ja längst nicht nur in Anführungsstrichen in Mobiltelefonen, sondern in der Steuerung von Automobilen, die ja auch immer mehr zu rollenden Computern werden und x anderen technischen Geräten, ist es ja letztlich sozusagen die CPU, die dafür sorgt, dass das ganze Ding intelligent wird, richtig? Ja, man muss sich folgende Zahlen nochmal genau anschauen. Wir verkaufen im Jahr 20 Milliarden ARMs. Es gibt nur 2 Milliarden Mobile Phones. Genau. Leute wissen zwei Sachen nichts. Einmal, gewisse Leute, die sind ein bisschen von ARM was wissen, wissen, dass die CPU im ARM, im Mobiltelefon von ARM stammt. Was wenige Leute wissen, ist, dass wir jetzt kumulativ 160 Milliarden ARMs verkauft haben und es gibt nur 7 Milliarden Leute auf der Welt. So im Durchschnitt hat jeder Mensch auf der Welt 20 ARMs. Jetzt die Frage ist, wo sind meine 20? Da kann man schon anfangen, dass in jedem Smartphone fast schon einmal 20 ARMs drinnen sind. Weil außer der Software, die auf dem ARM läuft, gibt es einen ARM im USB, einen ARM im Wi-Fi, einen ARM im Bluetooth, einen ARM auf dem Touch-Controller. Und so geht es weiter. Und wie Sie ganz richtig sagen, ist weniger als 50% der ARMs werden in den Mobiltelefonmarkt verkauft. Die anderen 50% gehen in praktisch alle elektronischen Geräte, die es auf der Welt gibt, inklusive Autos, Wi-Fi, PCs. Jeder PC, jeder Hard-Disk-Controller hat einen ARM, jeder USB, jeder Wi-Fi, jeder Bluetooth. Also ARM ist eben ubiquitous, also überall vorhanden. Und deswegen ist diese Stellung von ARM als die Schweiz der Halbleiterindustrie so wichtig, dass es nicht einem einzigen Chiphersteller wie Nvidia gehört, der dann praktisch eine Monopolstellung bekommen würde. Was wäre denn aber die Alternative? Sagen wir mal, Softbank will ARM verkaufen, Nvidia soll es nicht kriegen, aber irgendwem muss es ja doch gehören. Was ist denn Ihr Vorschlag, was mit ARM im Idealfall eigentlich sein sollte? Dann. Ja, dass es wieder an die Börse geht, an die London Stock Exchange oder New York Stock Exchange oder jetzt sehr interessanterweise dem Star Market in Shanghai oder eine Kombination von den Zweien, dass die englische Regierung bei diesem Prozess mithilft, vielleicht mit 1 Milliarde Pfund und dafür eine goldene Aktie bekommt, sodass diese Katastrophe eines Verkaufs an eine nicht-europäische Firma nicht wieder passieren kann. Haben Sie eigentlich eine Reaktion, eine Antwort von Boris Johnson bekommen schon? Ich habe jetzt eine Submission ich bin eingeladen worden zum Foreign Affairs Committee, meine Stellungnahme abzugeben, die schicke ich Ihnen gerne. Weil das sollte die ja schon sehr interessieren angesichts der Herausforderungen, die auf UK zukommen, auch rund um den Brexit und so, dass man solche Perlen möglicherweise vielleicht auch ein bisschen besser schützt. Ja, genau. Und in Downing Street ist ja die Rede, dass man in England auch eine Billionenfirma bauen will. Und mein Beitrag dazu ist, dass am besten, wenn man eine Billionenfirma bauen will, dann soll man mit einer Milliardenfirma anfangen und ja. Null. Denn das ist ein Satz, den Sie ja auch gesagt haben, schon öffentlich im Zuge dieser Übernahme. ARM ist Europas letztes echtes Technologieunternehmen von Weltrang, wenn ich es richtig erinnere. Ist es wirklich so schlimm? Ja, leider. Wir haben SAP. SAP ist auch
ein globales Technologieunternehmen, das, das wirklich globalen Stellenwert hat. Aber halt nicht Hardware. Aber nicht Hardware, ja. Wie kommt es denn aus Ihrer Sicht eigentlich? Es ist ja jetzt, also der Befund ist betrüblich. Andererseits, wo kommt es denn her, dass es so ist? Denn wenn man sich jetzt Europa mal ansieht, in Europa sind die Leute ja nicht im Schnitt dümmer als in Asien oder in Amerika. Wenn man hier mit Informatikern auch spricht, dann sagen viele die Universitäten, auch zum Beispiel in Deutschland, die sind eigentlich wirklich gut. Wenn man hier sein Diplom-Informatik oder sein Master in Informatik machen will, ist das wirklich eigentlich was, wo man konkurrenzfähig ist international. Aber warum kommen denn hier nicht mehr Unternehmen, die dann wirklich, und es hat ja, glaube ich, auch keiner die Erwartung, dass es hier gleich 50 oder 60 gibt. In Amerika gibt es ja auch 5 oder 6 große Tech-Konzerne, in China auch. Aber warum haben wir denn, warum tun wir uns denn da viel schwerer offensichtlich? Ja, das ist vollkommen richtig. Wir haben mehr Software-Ingenieure in Europa als in Amerika. Wir haben mehr Startups in Europa als in Amerika. Wenig Leute wissen das. Unser Problem sind die Scale-Ups. Und deshalb freut es mich, der Chairman vom European Innovation Council jahrelang gewesen zu sein. Jetzt bin ich Vice-Chairman, die dieses Problem angehen wollen. The European Innovation Council ist eine 10 Milliarden Paket, ein Teil von Horizon Europe, wo wir das erste Mal in der Geschichte Europas auch Aktieninvestitionen machen können in Hightech-Firmen bis zu 15 Millionen, um damit als Katalysator wirken zu können, um den Markt anzuspornen, auch größere Investitionen in unsere Start-up zu machen. Wir haben also die Idee, dass diese 15 Millionen, die wir in eine Firma hineingeben können, dann mit 2, 3, 4-mal so viel Geld vom Markt unterstützt werden können, sodass wir Rounds von 50 bis 100 Millionen zusammen bekommen. Und diese größeren Runden, Investitionsrunden, die fehlen uns eben in Europa. Wie Sie richtig sagen, es fehlt uns nicht in Talenten, es fehlt uns an Geld und es fehlt uns auch an Management-Expertise, diese Firmen schnell wachsen zu lassen. Sie sind ja in exakt diesem Markt jetzt auch selbst aktiv, ne, mit einer eigenen Venture Capital Gesellschaft und engagieren sich ja über das von Ihnen erwähnte schon hinaus auch sehr stark in diesem Start-up-Segment. Möchten Sie noch mal kurz beschreiben, was Sie da jetzt eigentlich noch zusätzlich so machen? Ich mache alles das, was schwer ist. Den Rest können andere machen, ja. Genau. Ja, Quantum Computing, Deep Technology, AI Processes, mein letzter größeres Unternehmen ist also jetzt GraphCore. GraphCore ist ein AI Processor und ist eine der wenigen Hardware-Firmen in Europa, die es eben zustande gebracht haben, einen neuen Prozessor für künstliche Intelligenz herzustellen, der im Augenblick leistungsstärker ist als der von NVIDIA, der auch viel für künstliche Intelligenz verwendet wird. Die GPUs, unsere heißt IPU, die Intelligent Processing Unit. Und uns ist es eben gelungen, für diese Firma jetzt über 500 Millionen Dollar aufzunehmen. Die Firma ist jetzt 2 Milliarden wert und hat noch immer einen negligible Umsatz, also ganz, ganz wenig Umsatz. Also das ist normalerweise nur in Silicon Valley möglich, aber das ist einmal eben eine europäische Ausnahme, wo wir einen Unicorn zusammengebracht haben, bevor die Firma einen wirklich großen Umsatz zustande gebracht hat, obwohl es im nächsten Jahr eigentlich ziemlich gut ausschaut. Wo sitzen die? In Bristol. Und auf dem, ich sage mal, europäischen Festland sozusagen und auch im Rahmen der Initiative, die Sie vorhin schon skizzierten, was haben Sie da entdeckt? Gibt es da noch Beispiele, die Sie als herausragend empfinden? Ja, die European Innovation Council Aktion mit der Investition von, mit der Aktieninvestition startet erst richtig jetzt. Also ab 1. Jänner
2021 fängt die, wir haben zwar schon ein paar Pilot-Schemes, aber es ist eben noch sehr früh. Da haben wir noch keine solchen Erfolge wie GraphCore zu verzeichnen. Also viel jetzt unternehmerisch, was Sie angesprochen haben. Es gibt auch noch andere Initiativen oder Gesetzgebungsverfahren in Europa. Eines ist, was gerade auf dem Weg auch ist, der Digital Services Act, den die EU-Kommission auch in diesem Jahr noch wirklich in einem ersten Aufschlag präsentieren möchte. Ein anderes Projekt ist die Gaia-X-Initiative, die der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier angestoßen hat, die jetzt auch schon länderübergreifend Form angenommen hat. Was halten Sie davon? Das sind alles ganz wichtige Initiativen. Wir müssen einfach unsere wesentlich stärkere Ansätze machen, um auf der Hochtechnologie nicht zurückzufallen. Im Augenblick, wenn man sich anschaut, die 10 wertvollsten Firmen der Welt, 8 von den 10 sind Amerikaner, 2 davon sind Chinesen und wir haben keine einzige Firma mehr, die unter den Top 10 steht. Ich möchte da provokant mal eines fragen, und zwar sozusagen gibt es einerseits die Ansicht, naja, der Zug ist vielleicht abgefahren, weil mit der Finanzschlagkraft, die jetzt schon diese großen Konzerne haben, können wir kaum mithalten. Ein Land wie China hat es ja auch in Anführungszeichen nur oder wesentlich geschafft, eigene große Internetkonzerne hervorzubringen, weil sie einfach die anderen ausgesperrt haben. Ist im Extremfall Aussperren auch was, um eigenes wachsen zu lassen, was Sie für Europa sich vorstellen könnten? Auch wenn es überhaupt nicht marktwirtschaftlich klingt? In meiner Submission zum Foreign Affairs Committee in England habe ich geschrieben, das schicke ich Ihnen gerne, dass sich jede Nation oder Europa 3 Fragen stellen müssen. Die erste ist, wenn Technologien wirklich kritisch sind, für eine Nation oder für Europa, dann ist die erste Frage, habe ich die Technologie selber? Dann ist natürlich alles im Garten rosig. Die zweite Frage ist, wenn das nicht der Fall ist, habe ich Zugang zu dieser kritischen Technologie von einer Vielzahl unabhängiger Supply Chains von Ländern, die politisch stabil sind und verschieden sind? Wenn die Antwort auf diese Antwort auch Nein ist, dann muss ich die Frage stellen, wenn ich jetzt einem Monopol oder einem Oligopol in einem einzelnen Land ausgeliefert bin, wie Amerika oder China, dann muss ich einen garantierten, zumindest 5 Jahre langen Vertrag haben, sodass ich die Garantie habe, diese kritische Technologie zu bekommen. Wenn die Antwort auf alle 3 Fragen Nein ist, dann muss ich als Nation oder als Europa machen, was auch immer notwendig ist, bis eins der 3 Fragen mit Ja beantwortet können. Und das kann im Extremfall auch große Subventionierung oder zum Teil auch Abschottung bedeuten. Was auch immer notwendig ist. Whatever it takes. Wie hilfreich ist denn in dem Zusammenhang, dass jetzt die Briten die Europäische Union verlassen? Denn andererseits ist es ja auch so, wenn wir von Europa sprechen, dann hat man ja vor allen Dingen auch wirklich die vielen Länder im Blick, aus denen es nun mal besteht. Und es ist jetzt nicht jedes ein hochtechnologisches Heavyweight, um es mal so zu formulieren. Am Ende, wenn Europa Gewicht auf die Waage bringen will, müssen doch im Grunde, wie soll ich sagen, Deutschland, Frankreich, UK eigentlich da sehr eng zusammenarbeiten und auftreten in puncto Technologiepolitik, wenn es um den Standort geht, auch weil Großbritannien oder gerade London, Cambridge, die Region für Hochtechnologie sehr interessant ist nach wie vor, weil Frankreich da eine große Wirtschaftsnation ist und Deutschland eben. Ist da genügend Austausch zwischen den dreien? Müssen die nicht viel enger? Die treten ja auch, oder die Unternehmen treten in diesen Standardisierungsgremien ja auch, sind die ja als europäische Länder relativ stark vertreten und aber trotzdem nur so, dass sie eigentlich gemeinsam genug Masse aufbringen. Findet da genügend Austausch statt eigentlich? Das ist die einzige Möglichkeit. Im Augenblick ist natürlich diese Verhandlungen über Brexit, die verduschen alle logischen und rationalen Argumente. Jetzt müssen wir warten, bis das vorbei ist. Und dann glaube ich, dass da ein vernünftiges Zusammenarbeiten zwischen England,
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und so weiter, natürlich weiter bestehen muss, weil es die einzige rationale und vernünftige Lösung dieser Technologiesouveränität ist, weil England ist einfach nicht groß genug, um technologisch souverän zu bleiben. Es gibt ja nur drei Regionen auf der Welt, die irgendeine Bedeutung haben auf Souveränität. Das ist die Vereinigten Staaten, China und Europa. Deshalb muss Europa da eine gemeinsame Souveränitätsstrategie aufnehmen. Lieber Herr Hauser, ich sage erstmal vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, und habe eine Frage zum Schluss, die ein bisschen von dem Politischen wieder weg soll und auch nochmal ins Technologische rein, in die Zukunft. Nämlich als jemand, der jetzt über wirklich Jahrzehnte als Technologe die Branche begleitet hat, wie Sie, auch als Unternehmer. Wenn Sie jetzt mal schauen, die nächsten 5 bis 10 Jahre, was sind denn die Technologien oder die Ideen, die Sie am meisten faszinieren, wo Sie mit den spannendsten Durchbrüchen rechnen? Ja, ich habe 4 Technologien, mit denen ich mich sehr intim befasse. Natürlich künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen, Blockchain und Smart Contracts, Synthetic Biology und last but not least Quantum Computing. Als Physiker macht mir das natürlich einen besonderen Spaß. Da gibt es sogar ein Tiroler Startup, das heißt Parity QC, einen Spin-Out von der Universität Innsbruck. Ich hätte ja nie gedacht, dass die Innsbrucker nicht einen, sondern 2 weltführende Quantencomputer-Teams haben. Und eins davon ist jetzt in einem Spin-Out, das heißt Parity QC. Und das andere, also eine experimentelle, das ist eine theoretische, ich habe das theoretische ausgesponnen, und das experimentelle ist AQT, Alpine Quantum Computing. Also 2 Spin-Outs haben wir da in Innsbruck von internationalem Ruf. Ja, da Sie in Tirol aufgewachsen sind, in Wien geboren, aber in Tirol aufgewachsen sind, müsste Sie das ja in der Tat besonders freuen. Ja, das macht mir besonders Spaß. Ja, dann ganz herzlichen Dank noch einmal von unserer Seite, dass Sie sich die Zeit genommen haben, lieber Hermann Hauser. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben einmal mehr. Natürlich informieren wir Sie weiter auch darüber, was aus dem Chip-Designer Arm wird, dessen Bedeutung Sie ja heute nochmal in einer anderen Tragweite und aus allererster Hand kennengelernt haben, aber auch über alle anderen wichtigen Digitalisierungsthemen auf allen Kanälen der FAZ in unserem Digitech-Podcast hier, der Bestandteil unserer Digitech-App ist und auch in unserer Tageszeitung, Sonntagszeitung und zum Beispiel in unserem F-Plus-Angebot. Bleiben Sie gesund in diesen Corona-Tagen und unter diesen Umständen, unter denen wir alle gerade leben. Lieber Herr Hauser, noch einmal herzlichsten Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und eine gute Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.